Hallo ihr Lieben und Juhu vom Guru. Heute gibt es den neuen Ferrero Küsschen Weihnachtsmann White Crispy im Test. Im letzten Jahr kam der Ferrero Küsschen Weihnachtsmann ganz spontan als Brownie Edition auf den Markt. Und wir haben uns damals schon gefragt, wie kommt denn Ferrero Küsschen darauf, einen Weihnachtsmann zu machen? Und ich habe mir gedacht, bei Ferrero wahrscheinlich ist Ferrero Küsschen die erwachsenste oder einer der erwachsenen Marken und bietet damit eine neue Zielgruppe. Es gibt ja sonst den allseits beliebten Weihnachtsmann aus Kinderschokolade, den wir alle lieben. Kinderschokolade oder der Weihnachtsmann von Milka. Welches Team seid ihr? Oder als drittes, ich glaube, es gibt ja mindestens drei Klassiker, wäre Lind. Milka, Lind oder Kinder. Ja, und in diesem Weihnachtsmarktwettbewerb mischt sich jetzt der White Crispy von Ferrero Küsschen. Ich muss ganz ehrlich sagen, Ferrero Küsschen White Crispy sind der Oberknaller, einer der besten neuen Süßigkeitenoptimierungen, wirklich neu sind sie ja nicht, aber mit Crispy die Küsschen, die ich in diesem Jahr im Supermarkt verköstigen durfte, beziehungsweise zu Hause. Also das Video verlinke ich euch am Ende dieses Videos, weil die einfach so geil sind. Unglaublich. So, ob der Weihnachtsmann da mithalten kann, ja? Der kostet 2,29 Euro, 72 Gramm, habe ich in Berlin am Hit Ulrich Supermarkt am Bahnhof zugekauft, weil die immer so ein riesiges, geiles Sortiment haben, ja? Also muss ich ehrlich sagen. Wenn ich in Berlin bin und es ist nicht gerade Sonntag, dann gehe ich da gerne zum Bahnhof zu einem Supermarkt, dann ist es auch da einigermaßen nicht so überlaufen wie am Sonntag. Stoßzeiten gibt es immer. Und 72 Gramm ist jetzt auch nicht die Mega-Menge, aber halt wie gesagt, Weihnachten steht vor der Tür. Man gönnt sich ja auch was. Zum Beispiel den Junkfood-Guru-Adventskalender. Ich muss das nochmal droppen, ja. Wenn man so ein liebenswertes Baby gerade am Start hat, dann muss man einfach immer Werbung für machen. Sorry. Aber die meisten von euch haben sich ja auch schon gegönnt. Das kann ich ja eindeutig sehen. Deswegen vielen lieben Dank nochmal für den Support an der Stelle. Ich habe jetzt hier mal den Ferrero-Weihnachtsmann ausgepackt und hole euch jetzt mal in der Großaufnahme dazu. Der Ferrero Küsschen Weihnachtsmann vor spektakulärer Fliesentisch Panorama Atmosphäre wollte ich dazu sagen. Wenn man ihn auspackt, so spektakulär sieht er nicht aus. Es hat eben die Sprache verschlagen. Für den Mund hat es nicht mehr gereicht. Das ist echt schade. 72 Gramm wie gesagt und ja, sieht nicht so spektakulär und detailmäßig aus. Ich werde da mal gleich reinbeißen, beziehungsweise werde ihn mal teilen. Und dann gucken wir mal, wie dick die Schokolade hier ist. Und hier können wir sehen, also es ist nicht so ein mega dünner Rand, deshalb wirklich sehr dicke Wände. Genau, dicke Schokowände, damit auch genug von diesem Crispy hier reinpasst. Denn der Rücken ist ein wenig dünn. Da würde ich dem Schoko-Weihnachtsmann von Ferrero Küsschen empfehlen. Bitte etwas mehr trainieren. Der Körper ist etwas unausgewichtet. Also Rücken, sehr dünn. Aber die Seiten und hier der Kopf, da ist ordentlich Crisp drin. Und ich bin gespannt, wie es denn gleich schmeckt. Und jetzt wird probiert. Übrigens, keine Haselnüsse sind hier drin. Das hat nämlich auch schon bei dem Schoko-Brownie so gewundert. Das ist einfach nur Ferrero Küsschen, die Marke, Weihnachtsmann. Und eigentlich ist ja das Küsschen immer die Haselnuss, aber hier auch keine Haselnuss drin. Also hier lediglich weiße Schokolade mit Crisp. Das Rad nicht neu erfunden. Würde man das blind verköstigen, würde man wahrscheinlich an diese berühmte weiße Schokolade mit Crisp von Nestle denken. Und die schmeckt ganz genauso. Ich weiß gar nicht, ob es davon auch einen Weihnachtsmann gibt. Deswegen sieht der Ferrero Küsschen White Crispy Weihnachtsmann vielleicht neu aus. Aber er hat einfach nur einen Klassiker für sich adaptiert. Ist nicht so wirklich spannend, ist aber trotzdem sehr lecker. Also geil ist das Teil schon, muss ich sagen. Die weiße Schokolade schmeckt echt top. Das mit dem Crisp ist lecker. Ich nehme nochmal hier so einen kleinen, etwas dünneren. Oh. Also ist schon gut geworden. Nicht mega neu, aber mega lecker. Was soll ich jetzt sagen? Es schmeckt mir wirklich lecker. Und Innovation wird ja heute nicht bewertet, sondern natürlich der Geschmack.
Würde ich ihn nochmal kaufen? Ja, es ist echt geil. Je mehr ich davon esse, desto mehr will ich. Auf einer Skala von 1 bis 10. 9 Punkte für den Geschmack. Ich mag den einfach. Hier oben könnt ihr den Kanal abonnieren. Daumen nach oben. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Tschüssi!